Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der White Farm. Und was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir haben ja die eine Aufgabe hier erfüllt. Hier, da. Haben wir die 16 Riesen gekriegt. Und dann hatte ich vor, mit ihm hier noch Feld 3 anzusehen. Was nicht geklappt hat, da er gesagt hat, oh, ist nur für die Mission, für den Vertrag, darfst du nicht. Somit können wir jetzt kurz rüberspringen auf Feld 3. Hier sind wir. Bin ich jetzt hier mit meinem unterwegs? Hilft ja nichts, ist aber gleich fertig. Also ich habe hier Feld 4 und Feld 3 fleißig angesät und würde dann, wenn er hier fertig ist, ihn... Ups, das wollte ich nicht. In den September springen. So, was habe ich heute vor? Ich würde gerne ja, eigentlich relativ schnell in den September springen. Und ich würde langsam aber sicher mal meinen Kuhbestand nach oben treiben. Aber dazu... Wir haben jetzt aktuell 10 Kühe, 45 können wir in den Stall reinbekommen, aber wir haben natürlich absolut keine Milchproduktion. Somit werde ich mich jetzt erstmal um Futter kümmern. Das Einzige, was wir aktuell nicht besitzen, wäre Heu. Und das könnten wir für 980 kaufen. Den Rest haben wir. Die Silage haben wir im Silo drin. Ah, und genau. Und das. Ah, was können wir hier noch? Was müssen wir noch? Wir müssen hier das Mineralfutter. Flüssigdünger. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Saatgut. Da, Mineralfutter. Brauchen wir für einen Tausender. Das können wir gleich mal kaufen. Das werden wir dann dementsprechend abholen. Und ja, ich glaube, bevor wir jetzt hier ein Heu produzieren, würde ich mal sagen, kauf mal 2 Ballen Heu. Das sollte reichen. Den Rest haben wir da. Silage haben wir da, das haben wir da, das haben wir da. So, es liegt jetzt beim Händler. Mit was holen wir das jetzt am besten, die Palette und Ding? Ich glaube, dass wir hier mit dem Auto und mit dem Hänger unkompliziertest arbeiten können, auch wenn wir die Palette jetzt wieder ein bisschen bescheißen müssten. Außer wir leihen uns einen, ja, ein Stapler aus, der kostet uns aber halt natürlich auf unseren Nacken immer wieder Geld. Somit ist das nicht wirklich sinnvoll, den beim Händler hinzustellen. Und jedes Mal, wenn wir irgendwas kaufen, den zu mieten und wieder zurückzugeben. Ups, Solazi. Ist natürlich auch nicht Sinn. So. Wie gesagt, ich sag's immer wieder, ich muss aufs Lenkrad umstellen, das hier neben mir liegt. Aber. Ja, genau. Ich spiele immer noch mit Controller und das sieht man halt einfach an der Fahrweise. Die ist nicht wirklich schön. Da hat der Babbi was gesehen. Das schauen wir uns mal an. Unten geht es in eine Unterführung. Die habe ich ja noch gar nicht gesehen. So, das ist ja cool gemacht. So, wo geht es denn hier hin? Was haben wir denn hier? Ah, eine Produktion ist das. Und zwar, lassen Sie mir das kurz hier abschließen. So, 41.000 für Düngen. Das
Nehmen wir mit Maschinen mit. Jetzt war ich hier voll von dem Preis hin und weg gerissen. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wir wollten zum Händler fahren. Pass auf, wir sind hier. Wo sind wir denn? Ich habe hier keinen Überblick mehr. Hier oben ist der Händler. Und wir sind hier. Wir sind vom Hof. Ne, der Händler ist nicht da oben. Wir sind hier runtergebogen und sind hier. Hier hinten sind wir. Jetzt hat Kaufstation Kalk, Saatgut und Mineraldünger. Und die Molkerei wäre da hinten. So. Und hier haben wir auch noch irgendwas. Auch noch irgendeine Produktion. Ah, schaut nach Käseproduktion aus. Also wird die Molkerei sein. So, jetzt fahren wir aber hier eigentlich dahin, wo wir wollten. Und holen unsere Palette Mineralfutter ab. Und unsere zwei Heuballen. So. Hier stehen die anderen zwei. Okay. Moment. Wir steigen hier mal kurz aus. Hier mal kurz ein. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich genug Dünger zu Hause habe. Oder ob es nicht Sinn macht, hier jetzt schnell einen Sack zu kaufen. Schauen wir uns mal kurz die Aufgabe an, welches Feld das ist. Das wäre Feld Nummer 18. Und Nummer 18 ist wo? Oh, bin ich blind? Blind 8, 12. Da ist 18, so groß ist das nicht. Ja, ich würde sagen, wir kaufen uns einen Big Pack. Mineraldünger. So, jetzt müsste man natürlich wissen, welches besser ist, aber ich nehme jetzt da mal das Helm und ja, einer reicht. So, anhängen müssen wir natürlich auch. So, laden wir hier kurz über 1000. Ich hoffe, das reicht. Wenn nicht, ja, müssen wir halt nochmal zum Shop fahren. So, wir schicken ihn zu Feld Nummer 18. Lassen ihn mal fahren. Und in der Zeit laden wir unser Zeug hier auf. Der Hänger wird natürlich kein Autoload haben. So, ich könnte zwar hier aufklappen, bringt aber rein gar nichts. Was soll ich sagen? So, wir müssen wieder kurz ein wenig in die Trickkiste greifen. Sonst brauchen wir hier wirklich einen Stapler. So, dann stellen wir mal. Ups. Jetzt stören natürlich die Ballen. So, hier mal kurz fallen gelassen.
So, dann nehmen wir hier einen. Festmachen. Zweiten. Und von der anderen Seite. Das ist gleich besser. So. Dann nehmen wir hier die Palette nochmal. Legen wir die schön drauf. Und verzurren die auch. So. Superkräfte schalten wir lieber aus, bevor wir jetzt unser Auto wieder hier rumschmeißen. Und den schickt man mal zur Farm rüber. Da wir da alleine hinfinden. So, was ist mit ihm los? Wieder übertrieben, er hat kein Feld gefunden. So, er ist hier unterwegs zu Feld Nummer 18. Ich sehe schon blinken. Weil für das Geld, also für 41.000 nachher vielleicht mit Geräte ausleihen, sind wir vielleicht bei 38. Die nehmen wir natürlich mit. Und dann kümmern wir uns um unsere Mischration und gehen mal fleißig in den Kauf der Kühe. So, hier sind wir. Feld 18. Ist das hier der Trigger für Feld 18? War jetzt aber ein böser Ruckler. Nee, der Ruckler war, weil ihm hinten einer draufgefahren ist. So, ist es jetzt, weil ich mich hier reingesetzt habe, oder was? Tatsächlich. So. Dann nehmen wir den aber trotzdem hier raus. Weil Feld Nummer 18 hier jetzt rechts neben uns ist. Und wir überlegen müssen, wie wir hier am besten düngen. Und das werden wir läuft gut. Aber er haut natürlich schon raus, gell? Das ist natürlich. Da könnte man uns eventuell mit 1000 Liter ein wenig verkalkuliert haben. Aber er muss natürlich. Ne, vier Bahnen wird er fahren müssen. Drei werden nicht ganz reichen. 10% abgeschlossen. Es könnte reichen. Wir schauen mal zu, was er macht. Die Produktion da hinten würde ich auch gern dann demnächst mal kaufen. Die kostet, glaube ich, nur 20.000 oder 30.000. Aber dann können wir Öle herstellen. Diese amerikanische Windmühle oder was das ist. Okay, er fängt hier an, dann müssen wir den Rest später selber machen. Aber, wie ich gesagt habe, es werden vier Bahnen werden. So. Aber, ja. Es sollte reichen. Wir haben 32%, also ein Drittel. Wir haben noch keine 750 Liter erreicht. Somit sollte es mit Biegen und Brechen hier funktionieren. So, lass mich ihn wieder umdrehen. Und dann schau mal, der andere ist zu Hause angekommen. Und wo haben wir denn am meisten Platz, um zu arbeiten? Könnte man denn schön arbeiten? Ist alles nichts.
nicht schön. Wenn man echt, glaube ich, hier vorne beinahe meinen eigenen Hund zusammengefahren. Ich werde es, glaube ich, hier vorne rausschmeißen. Das machen wir jetzt aber auch ganz schmerzfrei, schnell. So. Das war der falsche Gurt. So. Einmal die Palette hoch. Die stellen wir auch jetzt mal hier an die Hauswand hin. Weil die stört mich ja nicht. Die kann ja da stehen bleiben. Die ist da überdacht. So. Dann haben wir hier das Heu. Stellen wir hier mal hin. Das verladen wir eh nachher gleich. Und da haben wir nochmal einen. So. Dann hier die Superkräfte wieder aus. Und ihn, ja, parken wir jetzt mal nicht schnell. Den parken wir jetzt doch mal schnell hier in die Durchfahrt rein. So, für den Rest nehmen wir uns später mehr Zeit. So, ich habe keine Info. 64%. So. Helfer G hat die Arbeit beendet. So, schön. Dann schickt man ihn auch mal wieder heim. So. Er ist jetzt, fährt jetzt hier die letzte Bahn. Wird aber natürlich nicht reichen, weil der obere Bereich des Feldes fehlt. So, heißt, wir fahren jetzt hier am Feldrand entlang. Okay. 82, das wird spannend, weil dieser kleine Fleck hier, glaube ich nicht, dass der 18% ergibt. Aber ich kann mich täuschen. So, wir werden es gleich sehen. Erledigt! Nein, für 19.000 werden wir nicht ernten. So. Wir fahren ihn hier mal raus. So, der andere kommt gerade in den Hof. Hier die Maschinen hinten dran. So, jetzt müssen wir ihn schnell. Wir brauchen ganz dringend den Dampfstrahler auf dem Hof. Das wird die nächste Anschaffung sein. So. Die Sämaschine stellen wir jetzt mal hier nicht rein. Die stellen wir jetzt hier rein. Ups. Die Sämaschine noch kaputt gemacht. So. Stellen wir die jetzt mal. Ja, die werden wir fast weiter drüben abstellen, würde ich mal fast sagen, weil da stört sie weniger. So, die stellen wir jetzt mal darüber. Ah, wisst ihr, was wir machen können? Wir können uns die Silage schnell holen. Wir fahren jetzt hier nochmal schnell im Kreis. Die haben wir ja in unserem Silo drin. So, vorsichtig. So, dann müssen wir hier kurz einschalten. Wir wollen ein bisschen Silage. Das war anscheinend schon wieder zu viel.
Wie viel haben wir denn? Ja, 2000 Silage. Wir schauen mal, ob wir was nachfüllen da müssen. Ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwie vielleicht später mal in Silage ob ich besser das mit Silageballen mache. Oder ob man die Silage, die man da jetzt in dem Silo drin haben, ob wir das nur für den Verkauf hernehmen. So, hier mal hochheben. So. Und dann mal rein. Damit. Okay. War wohl zu viel Heu. Warum auch immer. So, wir legen sie mal hier ab. Das waren 9000. So, dann holen wir einen Strohballen schnell. Da brauchen wir nicht viel. Den haben wir hier oben drin. So, nur kurz aussteigen. So, hier war irgendwo der Trigger. So, ich muss es doch wieder einschalten. Nicht hier, sondern hier. Weil sonst immer hier immer vorbei. So, ich brauche, nein, das brauche ich. Ich brauche Stroh und brauche einen. Mehr brauche ich nicht. So. Also wie gesagt, das Heulager oder besser gesagt das Lager hier ist schon cool, weil wir da auch mit den großen Maschinen reinfahren können. Müsste echt mal nachlesen, wie viel Silage ich da reinkloppen muss, ob sich das dann mit der ob sich das dann mit der mit dem Stroh wieder gibt. Hier so einen einzelnen Sack nehmen. Nee, ich kann nur den kompletten nehmen. Das ist ja wieder bescheiden. So, dann müssen wir jetzt trotzdem wieder hier noch mal kurz bescheißen und dann schauen, ob der hier ein wenig reinlädt. Das tut er nicht. So, dann laden wir den hier mal ab. Hatten wir nicht mal irgendwo einen Stapler? Ich glaube, wir haben ihn verkauft. Weil wir gesagt haben, wir brauchen ihn eh nicht. Von ihm haben wir nur die Gabel. Und damit werden wir die Palette nicht hochheben können. Außer wir legen die Palette rein in die Gabel. So, probieren wir mal. Ich glaube nicht, die Gabel
Oh, es würde sogar funktionieren. Aber es funktioniert nicht. Er lädt nicht ab. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, ob es eventuell an dem Strohballen liegt, der da noch drin liegt. So, den könnten wir mal schnell versuchen rauszuschmeißen. So. Und dann nochmal versuchen. Wenn nicht, dann sind wir echt zu blöd, diese Maschine zu befüllen. Nee, er nimmt's nicht. Er nimmt's nicht. Er lässt zwar jetzt hier fallen, aber er nimmt von der Palette nichts ab. Ups. Ja, das ist wieder typisch Pappe. Typisch Pappe. Wir wollen weder hupen. Ja gut, ich komme hier jetzt aktuell nicht weiter. Ist zu schwer, ich kann es auch nicht einladen. Müssen wir kurz mal überlegen. Ja, was soll ich sagen? Was soll hier noch reingehen, wenn 11.900 Liter da drin sind und die 100% ergeben? Heißt, da kann nichts reingehen. Aber wenn ich den natürlich jetzt hier produzieren lasse, dann ist das natürlich keine Mischration. Somit müsste ich am besten... Was macht dann? Am besten ein bisschen was wegkippen. Schauen wir mal, ob wir das hier reinkippen können. Das jetzt hier hinkipp. Gerade konnte ich abladen und jetzt kann ich es nicht, oder wie los? Hier drin stehe, kann ich es nicht abladen. So, dann laden wir es halt hier vorne ab.
So, jetzt haben wir hier ein bisschen was draußen. Jetzt holen wir uns wieder ein wenig. So, jetzt machen wir zuerst. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie. Schau, das geht jetzt hier rein. Bewegen tut sich gar nichts. Ah, da kommt der grüne Balken. So, wir lassen es jetzt mal und brauchen jetzt. Ich habe zu viel Stroh drin und zu wenig Silage. Jetzt hoffe ich, wenn ich hier noch ein wenig Silage reinkippe. Super. Es reicht nicht ganz. Es reicht nicht ganz. Es ist zum Mäusemelken. So, müssen wir wieder irgendwo eine Stelle suchen, wo wir es hinkippen können. Wirklich Sinn, das hier nochmal hier hinzuschütten. Ich würde fast sagen, ich kipp's hier in die Wiese, wenn ich es hier hinkippen kann. So, beenden. Und jetzt müssten wir mit der Silage, die wir hier reinkippen. Ja, ist echt eine schwere Geburt. Nächstes Mal nehme ich nur Heu und Silage. Da kann ich nämlich genauso mein Futter machen, ohne dass ich hier Stroh und... So, es passt. Das heißt, wir fahren hier zu den Kühen rein. Ja, jetzt müssen wir halt reinkommen, gell? Ist das die richtige Seite? Nee, es ist eben nicht die richtige Seite. Somit können wir auch nicht einladen, weil wir müssen ja nicht rückwärts reinfahren, sondern er will mich ja vorwärts drin haben. Sonst können wir hier nicht die Schweine beliefern. So. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob das funktioniert. Es funktioniert wohl nicht. Mischration 0 Liter. Ich liebe es. Ich will nichts befüllen. Ich möchte gern hier meine Tiere füttern. Ja gut, ich werde es mal testen. Ah, jetzt hat's hier. Bringt keinen Sinn, weil er macht mir hier nur
Einen Haufen zählt aber nicht zum Jetzt. Ich habe doch hier hinterm Haus. Dieses Ding da, oder? Genau. Oh mein Gott. So, rein damit. Das war wieder absolut unnötig. So, wir haben es drin. Steigen wir mal kurz aus. Springen hier in unseren Stall hinein. Und sehen. Wir haben weiterhin kein Mischration, weil die Mischration jetzt hier im Silo drin ist und nicht bei den Kühen. Aber gut, ich werde weiter testen und gebe euch dann Bescheid. Bis demnächst, der Papi. Zurück. Mir hat das jetzt keine Ruhe gelassen. Ich habe das jetzt weiter getestet. Und manchmal sieht man die Bäume lauter Wald nicht mehr. Da kann ich den doch, den kann ich schon beladen. So. Relativ simpel. Ich muss es nicht hier in die Futternische reinschmeißen. Also ich muss es einfach ganz primitiv hier auf den Boden schütten. Es verschwindet. Und ist dann, wie ihr seht, hier in meinem Menü drin. Das war alles. Bis demnächst. Der Papi.